Roman, wie war der Urlaub? Schön, heiß. Nein, ein schöner Urlaub war mit der Familie in Asien, in Thailand. Haben eine schöne Zeit verbracht mit den Kindern, mit meiner Frau. Und ja, war schön, aber es hat mich schon sehr gefreut, wieder in Graz zu sein und das Training anzugehen. Jetzt geht es wieder los, es wird ernst und vielleicht auch ein bisschen lustig. Was hast du vorhin da vorbereitet? Ja, was ich vorhabe, ganz einfach so zu trainieren, dass wir für den Saisonstart dann gewappnet sind, ganz einfach. Ne? Im körperlichen Bereich logischerweise, im taktischen Bereich dann arbeiten, ja, so wie es alle anderen auch machen. Ist ja so mit dem neuen Liga-Modus, dass es fast nicht möglich ist, dass man schlecht in die Saison startet. Hat das Auswirkungen auf die Vorbereitung? Nein, gar nicht. Gar nicht. Wir sind gut in die Saison gestartet, in meine Saison quasi. Jetzt haben wir eine kurze Pause gehabt und jetzt werden wir in die zweite Saisonhälfte auch gut starten. Ivan Ljubic ist neu zur Mannschaft gestoßen. Wie charakterisierst du ihn? Laufstark, zweikampfstark, gutes Passspiel, gute Dynamik und tolle Einstellung. Rosina, du warst in Südafrika auf Urlaub, hast einen Ring bei uns gezeichnet. Warum? Ja, weil meiner Freundin und zukünftigen Frau einen Heiratsantrag gemacht hat. Das heißt, Elefanten und Löwen waren Zeugen. In die Mann, sie hat ja gesagt? Sie hat Gott sei Dank ja gesagt, ja. Sonst wäre das natürlich ein bisschen in die Hosen gegangen alles. Aber ja, nein, es hat passt, war ein schöner Moment, direkt am höchsten Punkt vor dem Ressort oben und ja, war wunderschön. Jetzt steht die erste Vorbereitung mit Roman Mählich an. Was erwartest du? Ja, ich denke, wir werden sehr hart arbeiten. Heute ist der erste Tag, jetzt den Laktattest absolviert und ja, die nächsten Tage werden wir ordentlich Gas geben. Dann geht es irgendwann ins Trainingslager, dort können wir noch intensiver arbeiten, weil die Plätze besser sind, die Temperaturen besser und ja, dann starten wir gut in die Rückrunde. Du hast eine Moschee gezeichnet. Warum? Ja, war mein Highlight im Urlaub. Also ich war in Abu Dhabi mit der Freundin und wir haben ein Hotel gehabt, direkt gegenüber von der Moschee. Zwischen uns war einfach nur der Kanal und jetzt haben wir aufgelegen und war ein wunderschöner Ausblick. Deswegen war das mein Highlight im Urlaub. Was ist dein Motto für 2019? You can, end of story. Jetzt startet die Vorbereitung, vielleicht auch unter dem Motto You can. Was erwartest du von der ersten Vorbereitung unter Roman Mählich? Ich erwarte mir, dass es sehr intensiv wird, also so wie wir den Trainer bis jetzt kennen und gelernt haben. Ja, schon uns nicht. Ich glaube, dass wir uns auch jetzt erwarten, dass es richtig intensiv wird. Mit gute, knackige Einheiten, dass wir Härte am Platz zeigen, so wie wir es eigentlich gegen Ende der Saison gemacht haben. Und dass wir uns natürlich noch spielerisch im Spielaufbau und im Offensivspiel haben wir noch ein Steigerungspotenzial. Und ja, da werden wir den Fokus drauf legen und das ist so meine Erwartung. Ivan, du hast das Wembley-Stadion in London gezeichnet. Ich nehme an, du warst in London auf Urlaub. Wie war's? Ja, war ein super Erlebnis. Ich war dort über Silvester mit der Freundin und war wirklich sehr schön und wie schon gezeichnet, das schönste Erlebnis war sicher das Spiel im Wembley-Stadion. Dann ist es sehr schnell gegangen nach dem Urlaub. Du bist von Hartberg wieder zurückgekommen. Wie schaut dein Ausblick auf das Frühjahr aus? Ja, also ich möchte dort weitermachen, wo ich aufgehört habe. Ich will
mit meinen Leistungen überzeugen. Ich will hier bei Sturm Graz zeigen, was ich drauf habe, und ich möchte alle hier im Verein überzeugen. Du kennst den Roman Melich schon aus deiner Zeit bei Wiener Neustadt. Wie sehen seine Vorbereitungen aus? Ja, ich glaube, wie bei jedem Trainer werden die Vorbereitungen sicher hart werden. Das ist ganz normal, aber ich glaube, der Roman Melich wird uns sicher sehr gut vorbereiten für die Rückrunde.